eine Analysemethode im Rahmen der internen Unternehmens. Analyse sind die sogenannten kostenorientierten Analysemethoden, zu denen zuallererst die sogenannte Wertekettenanalyse gehört. Kosten und damit Wettbewerbsvorteile entstehen entlang der sogenannten Wertekette, wie sie hier dargestellt ist. Das Konzept der Werteketten wurde von Michael E. Porter entwickelt und hat sich mittlerweile in der Praxis bewährt. Porter unterscheidet im Grundmodell der Wertekette zwischen den sogenannten Primäraktivitäten, die Sie hier unten angeführt sehen, und unterstützenden Aktivitäten oder Sekundäraktivitäten, die Sie hier dargestellt sehen. Der Nutzen einer Wertekettenanalyse im Unternehmen ist, in jedem der dargestellten Bereiche Kundenvorteile zu entwickeln, die am Ende als komparative Kundenvorteile zum Ausdruck gebracht werden können. Wenden wir uns zuerst den hier dargestellten Primäraktivitäten zu. Da haben wir als ersten Schritt die sogenannte Eingangslogistik. Dies bezieht sich auf den Einkauf und die Lagerung von Ressourcen. Ein Kundenvorteil ergibt sich hier in diesem Zusammenhang, indem die geforderte Qualität zu günstigeren Preisen eingekauft wird und die Warenlogistik effizient funktioniert. Die sich daraus ergebenden Vorteile können abgeschöpft und preislich weitergegeben werden. Die zweite Primäraktivität ist die sogenannte Produktion. Diese Primäraktivität beschreibt die Herstellung der Leistung bzw. Dienstleistung. Da Dienstleistungen synchron erbracht werden, wird in diesem Zusammenhang zwischen Arbeitsbereichen hinter der Bühne, also für den Gast und für den Kunden nicht sichtbar, und auf der Bühne, also für den Gast sichtbar unterschieden. Abläufe, Kompetenz, Erfahrung, Innovationskraft und Mitarbeiterqualität sind nur einige Ansatzpunkte, aus denen sich Kundenvorteile entwickeln lassen. Die dritte Primäraktivität ist die sogenannte Ausgangslogistik. Die Lieferung der Leistung zum Kunden bzw. der Transport des Kunden zur Leistung beschreibt die Ausgangslogistik. Für die standortgebundene Leistungserbringung wird die Standortqualität zum wichtigen Erfolgsfaktor. Bei standortgebundenen Leistungen steht Lieferung, Bereitstellung und Warenlogistik im Vordergrund der Überlegungen. Auch diese Primäraktivität hält eine Vielzahl von an Ansätzen bereit, aus denen sich ein Kundenvorteil entwickeln lässt. Im Dienstleistungsbereich werden diese beiden Bereiche Produktion und Ausgangslogistik in der Regel gemeinsam betrachtet und als Servuktion, also eine Kombination aus Service und Produktion, Servuktion bezeichnet, da durch die Standortgebundenheit die Ausgangslogistik im Sinne von Lieferung von Leistungen in dem engeren Sinne gar nicht notwendig ist und diese beiden Primäraktivitäten im Dienstleistungsbereich in der Regel zusammengezogen werden. Die vierte Primäraktivität ist Marketing und Vertrieb. Marketing versteht sich in diesem Zusammenhang als Sozialtechnik und nicht als kundenorientierte Unternehmensführung. Der Vertrieb stellt alle Maßnahmen dar, die es den Nachfragern ermöglichen, das Leistungsangebot zu nutzen. Zielgenauigkeit und Effizienz führt in diesem Zusammenhang zu geringeren Kosten und zur effizienten Vermittlung und Information eines Kundenvorteils. Last but not least, die fünfte Primäraktivität ist der Kundenservice. Eine Kernleistung wird fast immer durch einen Kundenservice begleitet. Bereitstellung von Informationen und Beratung, Auftragsbearbeitung, Abrechnung, Bezahlung etc. sind Leistungen, die das Angebot begleiten. Kundenservice ist damit ein wichtiger Ansatz zur Differenzierung.
Wenden wir uns jetzt den sogenannten unterstützenden Aktivitäten oder den Sekundäraktivitäten zu, da haben wir zuerst die sogenannte Unternehmensinfrastruktur bei standortgebundener und mit hohen Investitionen verbundener Infrastruktur wird diese Aktivität zu einem zentralen Ansatzpunkt für einen Kundenvorteil bzw. einen Wettbewerbsvorteil. Wer bei der Schaffung und dem Betrieb der Infrastruktur Kundenvorteile entwickelt, hat damit die Möglichkeit genutzt, einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Die zweite unterstützende Aktivität ist die Personalwirtschaft. Für Dienstleistungen sind Mitarbeiter, vor allem im Kundenkontakt, die wichtigste Ressource, um die Leistung bereitzustellen. Dieser Umstand weist der Personalwirtschaft ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Schaffung eines Kunden- bzw. eines Wettbewerbsvorteils zu. Je produktiver die Mitarbeiter, desto größer ist dieser Vorteil. Die dritte unterstützende Aktivität ist die Technologieentwicklung. Technologie hat schon seit jeher die Art und Weise, wie wir arbeiten und damit die Leistung erbringen, verändert. Der effiziente Einsatz von zeitgemäßer Technologie im Unternehmen führt zu Kostenreduktionen und kundenseitig zu einem wahrgenommenen Mehrwert. Damit stellt die Technologieentwicklung ein Unternehmen einen Ansatzpunkt für einen Kunden- bzw. Wettbewerbsvorteil dar. Last but not least, die Beschaffung. Hier ist nicht der Einkauf im Sinne der Eingangslogistik gemeint, sondern die Beschaffungsprozesse an sich. Wie stellt ein Unternehmen über die Beschaffungsprozesse sicher, die richtigen Ressourcen in der spezifizierten Qualität zum besten Preis vorzufinden? Im Sinne, die im Rahmen der Wertekettenanalyse identifizierten Kundenvorteile werden in einem zweiten Schritt mit den Mitbewerbern verglichen, also im Sinne eines Benchmarkings, um daraus sogenannte Netto-Nutzen-Differenzen zu entwickeln. Reicht die Differenz aus, um einen nachhaltigen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten, wurde ein komparativer Konkurrenzvorteil identifiziert. Damit Sie diesem Anspruch gerecht werden, muss eine Wettbewerbsanalyse und Beobachtung durchgeführt werden. Sie sollten nicht nur die Nachfrage und Märkte, vergleiche dazu die externe Unternehmensanalyse, beurteilen können, sondern auch über die Alternativen und damit das Angebot Bescheid wissen. Ausgehend von für Kunden relevanten Erfolgsfaktoren sollten deren Bedeutung aus Kundensicht und deren Bewertung im Wettbewerbsvergleich durchgeführt werden. Eine gemeinsame Zielsetzung der kostenorientierten Analysemethoden ist die Identifikation relevanter Kostenpositionen des Unternehmens mit dem Ziel, diese zur Schaffung von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen zu optimieren. Das haben wir ja auch vorher im Rahmen der Wertekettenanalyse besprochen. Jene Methoden, die sich in der Praxis bewährt haben, sind die folgenden. Die erste Methode, die wir Ihnen hier in diesem Zusammenhang vorstellen möchten, ist die sogenannte Erfahrungskurvenanalyse. Die Erfahrungskurvenanalyse besagt, dass sich mit jeder Verdoppelung des Outputs die Stückkosten um etwa 20 bis 30 Prozent senken lassen. Dazu werden die folgenden Effekte verantwortlich gemacht. Der erste Effekt ist der sogenannte Lernkurveneffekt. Ein über eine gewisse Zeit hinweg eingespieltes Team arbeitet schneller, arbeitet effizienter, was sich wiederum vorteilhaft und positiv auf die Stückkosten auswirkt. Das zweite Phänomen ist die Betriebsgrößendegression oder die Fixkostendegression. Nach dem Motto Size Matters sind Betriebsgrößen und die damit verbundene Fixkostendegression von herausragender Bedeutung,
wenn es um die Schaffung von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen geht. Dabei wirken sich sowohl die verfügbare Kapazität im Sinne der Betriebsgrößen als auch die Verteilung der Fixkosten auf die Ausbringmenge, also die Fixkostendegression, vorteilhaft für die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen aus. Rationalisierung und technologischer Fortschritt sind weitere Aspekte, die in diesem Zusammenhang zu beachten sind. Insbesondere Lernkurveneffekte führen dazu, dass Abläufe rationalisiert und durch Technologie optimal unterstützt werden. Dies führt zur weiteren Senkung von Stückkosten. Die nächste kostenorientierte Analysemethode ist die sogenannte Gemeinkostenwertanalyse. Im Rahmen dieser Analyse geht es darum, die Gemeinkosten zu analysieren und diese zu senken. Zielsetzung ist dabei, den Nutzen der Gemeinkosten für eine Organisation zu verbessern. Folgende Anwendungen sind dabei von Bedeutung. Erstens die Tätigkeitsanalyse. Sowohl die Aufbau- als auch die Ablauforganisation eines Unternehmens werden hier analysiert und auf Optimierungspotenziale hin untersucht. Tätigkeiten, die in diesem Zusammenhang keinen Nutzen im Sinne der Organisation ergeben, werden eliminiert. Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Produktivität. Produktivitätskennwerte sind über Abteilungen und Bereiche hinweg zu erheben und zu vergleichen. Weniger produktive Einheiten sind zu verbessern bzw. zu eliminieren. Produktive Einheiten sind zu fördern. Wettbewerbsposition durch die Reduktion von Gemeinkosten führt zur Schaffung von sogenannten Preissenkungsoptionen. Durch die Senkung der Gemeinkosten wird eine bessere Wettbewerbsposition angestrebt. Diese Kostensenkungen schaffen in der Folge sogenannte Freiräume für Preissenkungen und damit zu nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Abschließend möchte ich in diesem Zusammenhang das sogenannte Zero-Based Budgeting oder Zero-Based Budgeting vorstellen. Das Zero-Based Budgeting verfolgt das gleiche Ziel wie die Gemeinkostenwertanalyse, nämlich die Gemeinkosten zu senken. Allerdings steht bei dieser Analyse die Kosten-Nutzen-Relation im Vordergrund der Überlegungen. Dabei ist auch die Erhöhung der Gemeinkosten denkbar, wenn es denn nützlich ist. Das heißt, in der Analyse geht der Nutzenbeitrag der Gemeinkosten und weniger deren absolute Höhe ein. Bei dieser Methode erfindet sich das Unternehmen sozusagen neu im Sinne von Zero-Based und reorganisiert den Aufbau und die Abläufe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeits- und Renditenbemühungen. Beim Zero-Based Budgeting als solches werden Budgets nicht einfach über die Jahre hinweg fortgeschrieben und nur jene Positionen, die sich verändern, beurteilt und unter Betracht gezogen, sondern es wird ein Budget von Null auf angesetzt und ermittelt.